Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Blausichtbox von Gérard. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Blausicht von Gérard, das erste Release in Boxform. So sieht das Ganze aus. Also, wir haben hier die Aufschrift und hier ein blaues Auge quer über den Boxdeckel drüber. Auf der linken Seite lesen wir Gérard Blausicht. Auf der rechten Seite rausgehen, Welt erobern. Die Unterseite ist blank schwarz und die Oberseite ebenfalls. Auf dem Rücken lesen wir nichts, hier haben wir nur die Credits und eine wunderschöne Aufnahme von Gérard, also das dürfte Gérard sein, auf einem Berggipfel. Hier mit Wolken und Schnee. Sieht sehr schön aus. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben einmal einen Sticker mit Autogramm, ein T-Shirt, ein Poster, das relativ groß sein dürfte, und einmal das Album an sich, Blausicht. Dieses in einem Farbschuber. So. Wie immer haben wir hier so einen Einleger, das heißt, hier kann man die CD danach wieder reinmachen. Der ist festgeklebt, das heißt, wir lassen ihn drinnen. Wir fangen an mit dem Album an sich, so sieht das Ganze aus. Und wir haben hier 14 Tracks plus eine zweite CD mit den Instrumentals. Es sind wirklich, wirklich gute Tracks drauf, also ich muss sagen, meine absoluten Favoriten sind Nummer 3, Zünd den Regen an, Alles jetzt, Lissabon und Atme die Stadt. Das sind wirklich so meine Favoriten. Kann man sich echt gut geben. Alles jetzt ist überhaupt mein Highlight auf dem Album. Also das ist so ein richtiger Motivationstrack, gefällt mir richtig gut. Beat, Stimmung, sehr, sehr stark. Dann haben wir hier ebenso wie auch auf dem Pappschuber und auf dem Boxcover wieder dieses blaue Auge. Hier nochmal die Tracklist. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier das Booklet. Wenn wir es rausbekommen. Und was mir richtig gut gefällt, wir haben hier die Tracks einzeln mit den Texten abgedruckt. Bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit, die Texte mitzulesen, mitzurappen oder irgendwelche Stellen, die wir nicht verstehen, nachzulesen. Sehr schön gemacht. Also, alle Texte in diesem Booklet abgedruckt. Auf jeden Fall einiges an Text. Lange, lange Tracks. Und hier hinten nochmal: Realistisch sein ist Schwachsinn, Unmögliches versuchen, um das Möglichste zu schaffen. Also auch hier wieder Motivation. Alles klar. Booklet zurück in die Hülle. Und dann haben wir hier die CD an sich: Gérard Blausicht, Hard Working Class, CD1. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir natürlich noch auf der Rückseite, die CD2 mit den Instrumentals. Also auch wieder so ein Himmel und Wolken und Berggipfel, Schnee. Und hier nochmal Wolken dürften das wohl sein. Alles klar. Pappschuber. Dann haben wir den Sticker. Das ist das Logo von Gérard. Und hier haben wir auch noch die Internetadresse gerardmc.at und dieser Sticker wurde unterschrieben. Ja, muss ich ehrlich sagen, fände ich natürlich besser auf einer Autogrammkarte anstatt auf einem Sticker, aber ja, kann man auf jeden Fall machen. Das ist der Sticker unterschrieben, ist deshalb wahrscheinlich zu schade, um ihn irgendwo hinzukleben, aber vielleicht beim nächsten Mal dann eine richtige Autogrammkarte, aber auf jeden Fall eine feine Sache. Dann haben wir das Poster. Dürfte relativ groß sein, oder es ist zumindest dick vom Papier her. Jawohl, das ist auch groß.
Gerard Blausicht, wieder dieses Auge. Und hier unten steht noch rausgehen, Welt erobern. Und hier haben wir auch noch das Logo von Gerard, wie auch auf dem Sticker. Gefällt mir gut, hat was. Hochformat, sehr groß und auch gute Qualität. Also es ist wirklich etwas stärker, das Papier, und scharfer Druck. Gefällt mir richtig gut, Gerard Blausicht. So. Und dann haben wir als letzten Bestandteil das T-Shirt. Dieses ist relativ schlicht, in dunkelgrau gehalten. Dann haben wir hier das Logo von Gerard und hier steht noch Gerard rausgehen, Welt erobern. Neckprint. Wollte ich gerade sagen, haben wir keinen, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Blausicht. Sehr schön. Und wir haben es hier zu tun mit einem Regent-Shirt, Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Und jetzt ist noch die Frage, wo das Ganze herkommt. Vielleicht müssen wir mal kurz diesen Aufkleber da. Ich glaube, der ist im Weg. Made in Bangladesch. Also hier auf der untersten Zeile kann man es lesen. Made in Bangladesch. Wir schauen uns noch mal kurz an, wie das Ganze getragen aussieht, damit ihr hier noch einen besseren Eindruck bekommt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier quer über die Brust und über den Bauchbereich noch leicht dieses Riesenlogo, Gerard. Hier unten noch der Aufdruck, rausgehen, Welt erobern. Und wie gesagt, den Neckprint Blausicht. Das Ganze in grau gehalten, grau-weiß. Kann man auf jeden Fall anziehen. Sieht gut aus. So, und wie immer fassen wir zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte T-Shirt, dann dieses Poster im Hochformat, relativ groß, der Sticker mit Unterschrift, der Gerard Logo Sticker, das Album Blausicht mit diesem Pappschuber, zwei CDs, einmal das Album, einmal Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box, Blausicht von Gerard. Wenn ihr den Künstler feiert, wenn ihr mit der Musik was anfangen könnt, dann unterstützt das gerne. Links dazu, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.